Seit einigen Tagen nutze ich personalisierte Avatare. Hier zwei Beispiele. Ich zum Beispiel bin der Avatar von Jürgen Handke, bei dem nur der Oberkörper sichtbar ist. Die Hände sind nur selten im Bild. Von mir, einem zweiten Handke-Avatar, ist fast der gesamte Körper zu sehen, somit auch die komplette Mimik und Gestik. Alle Avatare können bis zu 50 Sprachen sprechen. Sie hören sich sehr authentisch an und sehen auch täuschend echt aus. Doch wozu das Ganze? Warum trete ich nicht mehr selbst vor die Kamera? Der Grund ist ganz einfach. Aufwandsersparnis. Um mal eben ein Video erzeugen, in dem ich mich an unsere Community wende, benötige ich keine Video- und Audiotechnik und auch kein zusätzliches Personal mehr. Alles, was ich brauche, ist eine Software, über die ich meine Avatare mit den zu sprechenden Texten und möglicherweise noch mit Hintergrundmusik versorge. Egal in welcher Sprache. Anschließend bearbeite ich das Avatar-Video noch in einem Video-Editor. Fertig. Übrigens, für die Erzeugung dieses Videos habe ich ca. 30 Minuten benötigt.